und damit auch ein herzliches Willkommen zum heutigen eigentlichen Hauptevent, das jetzt auch endlich runtergeladen ist, nämlich zu Expeditions Rome. Lustigerweise, ich hatte das Spiel am Anfang auf Deutsch stehen, bis ich dann in die Optionen reingegangen bin und dann Speichern und Beenden gesagt habe und das Spiel dabei war, du willst es auf Englisch? Alles klar, du kriegst es auf Englisch. Und ich mir dachte, warum? Es gibt offensichtlich auch schon einen Spielstand, nämlich den aus dem Demo, den ich hatte. Ansonsten hoffe ich, der Sound passt soweit. Sollte es ein wenig zu laut, zu leise oder zu sonst was sein, gerne Bescheid geben. Ich würde jetzt einfach mal auf ein neues Spiel gehen und dann schauen wir mal, was uns passiert, was uns erwartet. Im Jahr des Lucius Licinius Lucullus führte Rom mehrere Kriege zur Selbstverteidigung. Allen voran in Griechenland, wo Lucullus selbst die Legionen befehligte. Mit den Blicken aller fest auf die Provinzen gerichtet, hätten nur wenige ahnen können, dass ein scheinbar unglückliches Ereignis in Rom der entscheidende Punkt werden würde, um den sich das Schicksal Roms drehte. Der Pater Familias, einer ehrwürdigen Patrizierfamilie, war unerwartet verstorben. Und ein Senator namens Vitellius Scaevola hatte ein Gebot für die Hand seiner ältesten Tochter abgegeben. Seine Witwe jedoch glaubte, dass Scaevola ihren Mann vergiftet hatte. Und nun versuchte, seinen Platz einzunehmen und sich sein Vermögen durch Heirat anzueignen. In aller Heimlichkeit ließ die Witwe ihr jüngstes Kind im Schutze der Nacht aus der Villa schaffen und aus Rom hinausschmuggeln. Das klingt ja schon nach einem Krimi, was da beginnt. Wir können uns auf jeden Fall entscheiden, was für einen Charakter wir haben. Wir können sowohl einen weiblichen als auch einen männlichen Charakter haben. Ich muss mal ganz kurz schauen. Genau. Weibliche Charaktere haben zum Beispiel andere Frisuren als männliche, also so wie es mir scheint. Wer hätte das erwartet? Wir haben das Schöne, dass wir unterschiedliche Namen, vorgegebene Namen haben. Das ist ja sehr hübsch. Barbatus. Aber schauen wir uns erstmal den Charakter selber an. Was wir für Gesichter setzen können. Ich glaube tatsächlich... Ich identifiziere mich tatsächlich mit dem Streaming-Belass. Und das sollen lange Haare sein. Ja, komm. Nehmen wir das längste. Wir haben verschiedene Farben für unsere Haare. Das ist auch sehr hübsch. Bleiben wir bei dem schönen Schwarz. Und wir haben unterschiedliche Größen für den Charakter. Ich lasse ihn in dem Fall tatsächlich mal durchschnittlich. Unser Random-Charakter. Schönes Würfelgeräusch. Gibt uns ein paar Namen davor. Und es sind tatsächlich nicht viele. Aber ich glaube, Proculus Sestius ist ein relativ schöner Name. Besser als der Charakter, der gerade Luculum, wie auch immer hieß. Und der Spitzname... Cambidus. Fronto. Cursor ist gut. Cursor ist gut. Nehmen wir Cursor. Dann haben wir noch ein Porträt. Ra. Ja. Das könnte schon fast passen. Wobei, der passt noch am meisten. Da müssten wir jetzt allerdings noch mal sagen, komm, wir machen die Frisur kurz. Römisch kurz. Das Ganze können wir uns bestätigen. So, jeder
Charakterbeschaffung, rhetorischer Stil. Jeder dieser drei Vorteile schaltet einmalige Dialogoptionen frei, mit denen ihr verschiedene Situationen unterschiedliche Leute überzeugen könnt. Denkt drüber nach, was für eine Art von Charakter ihr verkörpern wollt und wählt einen passenden rhetorischen Stil. Im Verlauf der Geschichte werdet ihr vielleicht die Chance erhalten, zweite Technik zu erlernen. Entweder den Ethos, die Kunst eurer Autorität, eure Fähigkeiten einzusetzen, um euren Willen durchzusetzen. Logos, die Kunst, jemand mit Logik und Vernunft zu überzeugen. Pathos, die Kunst, euren Willen durchzusetzen, indem ihr gegenüber emotional manipuliert und gute Rhetorik einsetzt. Was sagt ihr? Ethos, Logos oder Pathos? Was würde euch am meisten interessieren? Eure Autorität oder eure Fähigkeiten einzusetzen und durch den Willen durchzusetzen oder jemand mit Logik und Vernunft zu überzeugen oder emotional manipulieren und gute Rhetorik einsetzen. Ich glaube, das ist dann tatsächlich so ein Fall von gut, neutral, böse. Ich würde da tatsächlich, glaube ich, Fähigkeit und Autorität und Fähigkeiten. Ja doch. Nehmen wir doch das. Nehmen wir den Ethos. Schwierige Frage zu späten Abend. Ja. Oder Logik und Vernunft? Wir wollen nur das Beste? Ja, wir wollen nur das Beste. Nehmen wir das. So, der Schwierigkeits... Der Schwierigkeitsgrad. Entweder Augustus einfach. Der Erbe von Caesar wurde zum ersten Imperator von Rom. Augustus begann seine Karriere als reicher Mann mit vielen Verbündeten. Mit der Einstellung bekommt ihr alles, was ihr für euren Erfolg braucht. Um eure Fehler werden weniger hart bestraft. Und als Caesar war ein legendärer Feldherr und Politiker, eroberte Gallien und wäre fast zum ersten Imperator Roms geworden, wenn seine politischen Feinde ihn nicht vorher ermordet hätten. Wenn ihr diese Einstellung wählt, wird das Spiel eine Herausforderung, aber es ist sehr wahrscheinlich, dass ihr Großes erreicht. Oder Pompeius galt als einer der größten Feldherren seiner Zeit und war Freund Caesars, dem er in dem blutigen Bürgerkrieg aber entgegenstellte. Caesar besiegte ihn und Pompeius floh nach Ägypten, wo er den Tod fand. In dieser Einstellung warten euch größten Hindernisse, aber auch damit auch die krümmreichsten Erfolge. Oder Crassus. Obwohl er der reichste Mann Rom war, war Crassus auch immer neidisch auf die militärischen Erfolge seiner Kollegen. Das veranlasste ihn dazu, in Partia einzufallen, wo er vollständig besiegt und schließlich hingerichtet wurde. Wenn ihr diese Einstellung wählt, wird euch keine Gnade zuteil und ihr werdet möglicherweise scheitern. Schön. Ich glaube, in dem Fall bleiben wir einfach auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Caesar. Und Tod im Kampf. Ermöglicht einen endgültigen Tod von Gruppenmitgliedern, wenn sie im Kampf verbluten. Seid gewarnt, wenn Storybegleiter oder euer eigener Charakter stirbt, ist das Spiel vorbei. Wenn dies deaktiviert ist, können Nicht-Story-Prätorianer immer noch an unbehandelten Wunden sterben. Ich würde es tatsächlich anlassen. Und den Iron Man würde ich auch tatsächlich aktivieren, um es zumindest nicht ganz ungefährlich zu machen. Expeditions Rome. Lasst euch Zeit. Ein Krieg kann sich jahrelang hinziehen. Okay. Hört ihr mir zu, Domine? Körperlich seid ihr anwesend, aber im Geist scheint ihr ganz woanders zu sein. Ja, wir sind ganz woanders. Ja, ich denke immer noch drüber nach, was gerade geschehen ist. Ich weiß, so. Wir sind sehr plötzlich aufgebrochen. Aber hängt nicht der Vergangenheit nach. Ihr solltet euch besser darauf konzentrieren, was in der Zukunft auf euch wartet. Ich habe den Triarchus gefragt, wie nahe Lesbos ist, aber er hat mir keine klare Antwort gegeben. Er behauptet weiterhin einfach, dass wir unser Ziel ganz nahe sind. So ist es. Zugegebenermaßen gibt es eine Menge Inseln im Meer und die meisten davon sehen sich ziemlich ähnlich. Fragt ihr noch einmal beim Triarchus nach? Ich hoffe, dass er euch eine klarere Antwort gibt. Er sagte, sein Name wäre Geminus. Ah, okay, ich kann tatsächlich nur eine Option wählen, nämlich der Mann kommt aber auch ganz
ehrlich nicht wissen, wie unsere Position ist. Ich sehe mal nach, ob ich ihm bei der Entscheidung helfen kann. Und wenn sonst nichts hilft, seid ihr recht gut darin, unvernünftigen Leuten Vernunft beizubringen. Ihr solltet auch Quinctius Aquilinus danken. Ich bin mir sicher, dass nur sein rechtzeitiges Erscheinen in der Villa unsere Leben gerettet hat. Es sind erstaunlich wenig Passagiere. Eure Mutter hat Geminus reich entlohnt, damit er in Eile und bei Nacht ausläuft. Es sind aber noch zwei andere mit an Bord, die ebenfalls nach Lesbos wollen. Der junge Gaius geht da drüben die ganze Zeit auf und ab und läuft noch Riefen ins Deck. Es war auch ein Gladiator an Bord. Aber ich weiß nicht, wo er hingegangen ist. Danke, dass ihr mitgekommen seid, Sineros. Danke, dass ihr mich mitgenommen habt. Es wird wunderbar sein, mein Heimatland wiederzusehen. Er ist also Grieche. Und wir sind so schnell aufgebrochen, meine Mutter, meine Schwester. Macht euch keine Sorgen. Die Vitellius-Brüder haben keinen Grund, ihnen etwas zu tun. Außerdem könnt ihr sie auch nicht retten, indem ihr euch Sorgen macht. Konzentriert euch auf die Aufgabe, die vor euch liegt. Na dann schauen wir mal, ob Geminius weiß, wo wir sind. Ziele. Questmarker weisen auf. Verpflichtende Ziele. Nationale Ziele. Questmarker werden wie gesagt voll verrückte Quest angezeigt. Wenn ihr mehr als eine Quest habt, könnt ihr im Questmenü wechseln. Kamerasteuerung Wast. Ja, ist okay. Das Questmenü sieht aktuell so aus. So bewegt sich die Kamera. So kann man hin und her zoomen. Ihr habt euch schnell an das Leben auf dem Schiff angepasst, Domine. So, dann... Optional dank Quintus Aquilinus. Genau, da geht er mal hin. Ihr schlagt euch auf See besser als die meisten. Ich bin erleichtert. Ah, Centurio, ich will euch für das rechtzeitige Treffen danken, oder? Wir wurden uns noch nicht aufeinander vorgestellt, Centurio. Ich bin, ich will erstmal danken. So. Es war eine glückliche Fügung, aber ihr müsst mir nicht danken. Der Konsul hat mich gesandt, um euch zu holen. Bitte, nennt mich Ceso, wenn euch das nicht unangenehm ist. Ja, dann könnt ihr mich Cursor nennen. Bei allem Respekt, das würde ich lieber nicht tun. Nicht Aquilinus? Meine Untergebenen nennen mich Centurio. Meine Befehlshaber Aquilinus. Meine Freunde nennen mich Ceso. So viele Optionen. Können wir den Plan nochmal durchsprechen? Wir sind so hastig aufgebrochen, dass wir nicht drüber reden können. Sie hat euch also darüber aufgeklärt? Eure Mutter hat im Geheimen Abmachung mit dem Konsul getroffen. Ihr sollt dem Kommandostab als Tribunus beitreten. Was sind die Pflichten eines Tribunus? Ihr werdet nur sehr wenig Verantwortung übernehmen. Die Tribunen einer Legion unterstützen den Legaten und lernen dabei, wie man eine militärische Organisation kommandiert. Ihr werdet weder in den Kampf ziehen, noch wichtige Entscheidungen treffen müssen. Ihr werdet in Sicherheit sein. So wie eure Mutter es wollte. Das ist ganz gut, weil ich habe keine Ahnung über militärische Strategie, vor allem nicht über römische. Das wird ein guter Schritt zum Weg des Senators sein, wenn die Legion folgen. So, das kann ich mir auch nützlich machen. Ich bin hier, um beschützt zu werden. Ich bin hier, um meinen Ruf aufzubauen, mächtige Freunde zu finden, nach Hause zurückzukehren, meine Familie wieder anschließen kann. Ja, da kann ich mich auch nützlich machen. Ich bin mir sicher, dass der Konsul schon einen Nutzen für euch finden wird. Ihr scheint einen vernünftigen Kopf auf den Schultern zu tragen und werdet euch schon schnell zurechtfinden. Ein Ratschlag noch. Ich weiß, dass Lucullus ein Freund eurer Familie ist. Aber vergesst nicht, dass er Konsul ist und gewählt wurde, um alle Bürger Roms zu regieren. Es wäre besser, wenn ihr euch vor seinen Männern nicht zu vertraut mit ihm gebt. Und was ist eure Beziehung zu Lucullus? Ich war viele Jahre lang der Primus Pilus der Legio Prima Italica, die er kommandiert. Uff. Er wollte, dass jemand, dem er vertraut, euch aus Rom holt und beschützt. Okay. Werdet ihr eure Position wieder einnehmen, wenn wir in Lesbos sind? Der Posten ist bereits von einem meiner Centuriones übernommen worden. Ein guter Mann, der dieser Aufgabe mühelos gewachsen ist. Meine Aufgabe ist es nun, auf euch Acht zu geben und euch bei der Eingewöhnung in euer neues Leben zu helfen. Ja, es ist mir eine Ehre. Oh. Es ist mir eine Ehre, euch zu dienen. Habt ihr mit den anderen Reisenden gesprochen? Ich habe mich kurz mit dem Gladiator unterhalten, der vor uns an Bord gekommen ist. Nur um sicher zu sein, dass er keinen Ärger machen wird. Er scheint allerdings verschwunden zu sein. Der junge Mann da drüben, Gaius.
Er ist offenbar der Neffe des anderen Konsuls, Marcus Aurelius Cotta. Er ist ebenfalls hier, um ein Tribunus zu werden. Ihr solltet mit ihm reden, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet. Ich bin mir sicher, ihr werdet viel gemeinsam haben. Ich bin sicher, dass ein Gladiator, der auf ein Schiff geht und dann verschwindet, absolut nichts Verdächtiges ist. Dann sollten wir mal mit dem Triarchus reden. So. Oder mit Gaius, wenn er da gerade schon rumrennt. Na, ich will mit dir reden. Reden. Ich hörte, er flieht vor einem Senator, der Salve. Tod sehen will. Psst, seid leise. Wir haben uns noch nicht vorgestellt. Genau. Es ist mir eine Freude. Ich bin Gaius Julius Caesar. Alles klar. Alles klar. Es ist mir eine Freude, euch kennenzulernen. Das ist alles neu. Dürfte ich auch ein paar Fragen stellen? Natürlich. Aber denk daran, dass ich auch nicht der erfahrenste Soldat bin. Und woher kommt ihr? Ich wurde in Rom geboren. Aber es heißt, meine Familie stammte aus Alba Longa. Gesundheit. Und warum habt ihr euch den Legionen angeschlossen? Das ist eine lange Geschichte, mein Freund. Sagen wir einfach, die Machthaber mögen mich nicht allzu sehr. Ich habe beschlossen, dass in Rom zu bleiben, wie sagt man das, ein Gesundheitsrisiko wäre. Und wie viel Kriegen habt ihr gekämpft? Um ehrlich zu sein, wird dies meine erste richtige Schlacht werden. Ich habe allerdings die Kriegskunst studiert und bin in Strategie und Taktik bewandert. Okay, und welche Empfehlung habt ihr für mich? Bist du kein wichtiger Teil des Geschehens, werden deinen wichtigen Teilen schlimme Dinge geschehen, hat mein Vater immer gesagt. Ich hoffe, damit wollte er mir sagen, dass ich mutig sein soll und nicht dumm. Ja, das macht Sinn. Dann sprechen wir uns später. Und ich glaube, mit dir sollte ich reden. Kann ich eigentlich auch schnell gehen? Wonach sucht er? Ach, so ist er schon den ganzen Morgen. Salve, Geminus war dein Name, richtig? Was? Ja, Geminus. Salve. Ich bin etwas beschäftigt. David war schon recht schwach heute, nicht? Mir ist aufgefallen, diese Ruder schon heute früh im Einsatz gebracht wurden. Ist das der Grund für unsere Verspätung? Na, ihr habt recht. Die Ruderer sind langsam erschöpft. Wir sollten ihnen bald eine Pause gönnen, aber das wird unsere Ankunft weiter verzögern. Wartet. Seht ihr nicht Lesbos? Das Schiff dort. Die halten direkt auf uns zu. Sie werden uns rammen. Holt die Waffen eures Vaters. Sehen wir, ob ihr wirklich kämpfen könnt. Ja, und so sehen wir, wie es dann zum Kampf kommt. Gaius! Geht es euch gut? Es geht mir gut, Centurio. Formation bilden! Treiben wir diese Piraten vom Schiff! So, bevor die Schlacht beginnt, habt ihr die meiste Zeit, eure Prätorianer zu organisieren, sie im blau hinterlegten Bereich die Information zu bringen. Klickt jetzt auf Prätorianer und klickt dann dorthin, wo ihr sie platzieren wollt. Vorbereitungspause. Es ist eine generell gute Idee, eure schwere Infanterie vorne und eure Bogenschützen und Hilfseinheiten dahinter zu positionieren. Wenn ihr bereit seid, klickt ihr zu Ben. Ja. Das Taktik 1x1 ist mir soweit schon klar. So, du bist eine schwere Information. Charakterbefehligen, könnt ihr Charakter der Aktion bedienen. Reihenfolge durchführen, zum Beispiel könnt ihr im Fernkämpfer einige Hexfelder in Richtung des Gegners bewegen, ihn schießen lassen und dann zurückbewegen. Ihr könnt außerdem in einer Runde frei zwischen euren Charakteren wechseln. Ein Charakter kann beispielsweise bewegen, ein anderer sich bewegen und angreifen und dann kann der erste Charakter ebenfalls angreifen. Ihr solltet sogar mit einem Charakter angreifen, während der andere sich noch bewegt. Probiert es aus. Okay, du bist auf jeden Fall der Schwere, deswegen kommst du dahin.